Text 21. Zum Begriff des Dschihad, eine Sendung von Café Kritik. Die Sendung basiert auf einem Vortrag, den Esther Marian am 16. Oktober 2003 an der Akademie der Bildenden Künste gehalten hat. Jedes Mal, wenn die islamistische Bewegung durch einen neuen Irrsinn auffällt, formiert sich eine Front von Islamexperten, Kirchenvertretern, Politikern und Journalisten, die unisono erklären, das alles habe nichts mit dem Islam zu tun. Nach dem 11. September 2001 hat die Hamburger Morgenpost beispielhaft die in Deutschland vorherrschende Meinung formuliert. Der Islam sei, Zitat, eine äußerst friedliche, in ihrem Ursprung sogar zutiefst tolerante Religion. Der überwiegende Teil der Islamgelehrten unserer Tage vertritt einen toleranten, weltoffenen, sogar emanzipatorischen Islam. Gerhard Schröder, der deutsche Bundeskanzler, verkündete, die Anschläge haben, das wissen wir, nichts, aber auch gar nichts mit Religion zu tun. Ähnliches konnte man auch in Österreich hören. Ich beschränke mich hier auf ein Zitat. Helmut Kretzel, der Weihbischof von Wien, kommentierte die Attentate mit den Worten, das ist nicht der Islam. Thomas Uwe und Thomas von der Ostensacken kommen nach einer Untersuchung von über 30 Büchern, die seit dem 11.09. auf dem deutschen Büchermarkt verkauft wurden, zu dem Ergebnis, dass fast durchgehend behauptet wird, die Gewalt islamischer Attentäter habe mit dem eigentlichen Islam nichts zu tun. Wie Uwe und Ostensacken konstatieren, bestehen die Grundzüge dieses Häresievorwurfs in der Kennzeichnung eines äußerlichen und von politischen Motiven getriebenen falschen Islam und seiner Widerlegung durch die Quelle des Richtigen, den Koran. Dass der Islam mit Gewalt nichts zu tun habe, wird, wenn überhaupt, meist damit begründet, dass die Übersetzung des Ausdrucks Dschihad mit heiliger Krieg, die früher in der akademischen Literatur üblich war und heute noch gelegentlich in Zeitungsartikeln auftaucht, falsch sei. Das arabische Wort Dschihad, das sich vom Wortstamm Dschihad ableitet, bedeutet wörtlich streben, anstrengen oder auch Kampf, nicht aber Krieg führen oder töten. Heiliger Krieg sei ein christlicher Ausdruck, der unzulässigerweise auf den Koran übertragen worden sei. Die damit verbundene Vorstellung, dass der Koran zur Verbreitung seiner Lehre einen Angriffskrieg vorsehe, sei dem Islam fremd. Zwar kenne auch der Islam die militärische Aktion gegen den religiösen Gegner, jedoch nur, wenn dieser zuvor angegriffen habe. Neben dem Verteidigungskrieg sei lediglich der Präventionskrieg und die Bestrafungsaktion, nicht aber der Angriffskrieg zulässig. Dies werde durch diverse Koranstellen belegt. Das Wort Dschihad beziehe sich nicht vorrangig auf eine militärische Aktion, sondern bezeichne eine umfassende gesellschaftliche Anstrengung im Sinne Gottes. Diese könne verschiedene Formen annehmen, darunter die Verbreitung der islamischen Lehre, Dschihad bil Lisan, das Spenden von Geld für die islamische Sache, Dschihad bil Mal, die Selbstdisziplinierung, Dschihad an-Nafs und schließlich den militärischen Kampf gegen den Feind, Dschihad bil Saif. Die größte Bedeutung komme dem Dschihad an-Nafs zu. Nach einem bekannten Hadith, auf den in diesem Zusammenhang oft verwiesen wird, soll Mohammed den Kampf gegen sich selbst als größeren Dschihad, den militärischen Kampf für den Islam dagegen als kleineren Dschihad bezeichnet haben. Ich will diese Behauptung im Einzelnen nicht in Frage stellen, auch wenn man beispielsweise einwenden könnte, dass sich im modernen Arabisch viele Wörter, die sich auf Krieg und Militär beziehen, vom Wortstamm Dschihad abgeleitet sind. Das kann man in arabischen Wörterbüchern nachsehen. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Argumentation insgesamt, nicht um einzelne Fehler. Ich werde mein Referat beginnen mit Anmerkungen zu der Methode, Begriffsdefinitionen einfach dem Arabisch-Lexikon oder dem Koran zu entnehmen. Danach werde ich auf die islamische Auffassung von Verteidigungskrieg eingehen. Ich beziehe mich dabei auf einen Schriftgelehrten, der spätestens seit dem 11. September 2001 immer wieder als Vertreter eines aufgeklärten, liberalen Islam zitiert wird. Muhammad Said Tantawi, Großscheich der einflussreichen Al-Azhar-Universität in Kairo, der wirklich ein sehr einflussreicher Gelehrter ist, der in Ägypten fast die gesamte islamische Geistlichkeit im Prinzip kontrolliert oder auch darüber entscheidet, was geschieht, wenn dort jemand Interpretationen vorbringt, die also nicht mit der offiziellen Lehre der Al-Azhar-Universität übereinstimmen. Mit dem Begriff des Dschihad an-Nafs, des Kampfes gegen sich selbst, dem größeren Dschihad, werde ich mich dann genauer befassen, um schließlich einige Überlegungen darüber anzustellen, warum die Apologie des Islam weit über dessen traditionellen Einflussbereich hinaus akzeptiert wird. Thank you.
Eine Schwierigkeit bei der Bestimmung islamischer Begriffe liegt in ihrer Verstricktheit in den Offenbarungsglauben. Dass der Wortlaut des Koran für die religiöse Praxis des Islam eine zentrale Bedeutung hat, ist immer zu berücksichtigen. Soll sich die Kritik der islamischen Terminologie nicht in eine vom Gegenstand losgelöste Beschäftigung mit irgendetwas verwandeln? Ebenso falsch wäre es jedoch anzunehmen, dass die Bedeutung der islamischen Begriffe einfach dem Koran oder der Sunna entnommen werden könne. Aus dieser Annahme leitet sich eine Forderung ab, mit der sich jeder, der sich in kritischer Absicht mit dem Islam befasst, konfrontiert sieht. Um die Wahrheit der islamischen Begriffe zu erfassen, sei es notwendig, die in Koran und Sunna gegebene Sicht auf sie zu übernehmen. Es erscheint sinnvoll, den Koran und dessen Stellenwert im Islam genauer zu betrachten, um die Tragweite dieser Forderung zu begreifen. Der Koran besteht im Wesentlichen aus Regeln für das gesellschaftliche Leben, die ihre Verbindlichkeit durch die Ankündigung erhalten, dass der allmächtige Gott beim jüngsten Gericht die Gehorsamen belohnen und die Ungehorsamen bestrafen wird. Die Ersteren kommen ins Paradies, die Letzteren in die Hölle, deren Qualen im Gegensatz zu den Freuden des Paradieses ausführlich und mit sadistischer Liebe zum Detail geschildert werden. Die Drohung mit einer Peinigung im Jenseits wird dadurch ergänzt, dass für viele Vergehen zusätzlich eine Strafe im Diesseits vorgesehen ist. Der Grund für alle Fehltritte liegt darin, dass der Mensch seine irdische Existenz zu sehr und das Jenseits zu wenig liebt. Der Koran enthält darüber hinaus Empfehlungen, Einschätzung bestimmter Ereignisse und Verhaltensweisen, Schmähreden gegen Mohammeds Gegner, Polemiken gegen die etablierten Religionen sowie Erklärungen für alle möglichen Phänomene. Die Natur wird als Schöpfung und zugleich als Eigentum des einen transzendenten Gottes vorgestellt. Der Koran ist von Selbstreflexion weitgehend frei, nicht aber von Konstruktionen zur Rechtfertigung Mohammeds und seiner Mission. In diesem Zusammenhang stehen die in den Koran eingefügten Erzählungen aus der jüdischen und christlichen Tradition. Die Wahrheit all dessen soll dadurch verbürgt sein, dass es sich beim Koran um das authentische Wort Gottes handelt, das dem Propheten Mohammed offenbart wurde. Der Offenbarungscharakter des Koran ist für den Islam eine unverzichtbare Doktrin. Nimmt man ihn weg, ist Mohammed nicht mehr Gottes Prophet und vom Islam bleibt nichts übrig. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass islamischer Laizismus ein Widerspruch in sich ist. Entweder führt er zur Auflösung der islamischen Spezifika, verwandelt also den Islam in einen reinen Monotheismus, oder er ist eine labile Veranstaltung, die dafür anfällig bleibt, in den Islamismus umzukippen. Daher die Angst vieler Türken, über Religion auch nur zu reden. Wird die Religion aus der Privatsphäre entlassen, droht sie sogleich, die Gesellschaft wieder in Beschlag zu nehmen. Die türkischen Laizisten wissen genau, dass der Islam nicht harmlos ist. Sonst wäre seine Vermischung mit Politik kein Problem. So viel zum Thema, der Islam ist gut, nur wird er zu politischen Zwecken missbraucht. Der Koran ist für die Bestimmung islamischer Begriffe insofern relevant, als der Islam ihn bis heute als Anweisung für die Einrichtung der gesellschaftlichen Verhältnisse anerkennt. Und auch nicht anders kann, weil der Glaube an den Offenbarungscharakter des Koran und die Mission Mohammeds es verbietet, ihn zu historisieren und als anachronistisch zu verwerfen. Er gibt Aufschluss über die Verhaltensregeln, denen sich Muslime verpflichtet fühlen. Es ist beim Studium des Koran jedoch erstens zu beachten, dass die im Koran festgehaltenen Vorschriften und Rationalisierungen nicht unmittelbar mit der gesellschaftlichen Praxis der Gläubigen identisch sind und daher auch nicht einfach als deren wahrheitsgemäße Beschreibung aufgefasst werden dürfen. Und zweitens, dass sich die Differenz zwischen den gesellschaftlichen Verhältnissen und ihrem idealen Abbild im Koran nicht als Verfälschung der wahren islamischen Lebensweise begreifen lässt, sondern dass eben diese Spiegelung der Wirklichkeit im koranischen Ideal, die stets in der schmerzhaften Feststellung der Differenz mündet, als gesellschaftliche Praxis des Islam gefasst werden muss. Wird das nicht berücksichtigt, verwandelt sich die Begriffsanalyse in Exegese, die nicht auf Religionskritik abzielt, sondern auf den Nachweis, dass eine bestimmte Interpretation dem Willen Gottes gerecht wird, während abweichende Interpretationen, etwa die von Al-Qaida, den Islam verfälschen. Die Exegese setzt den Glauben an die Wahrheit des Koran und damit de facto das Bekenntnis zum Islam voraus. Deshalb ist die Vorgabe, wer immer den Islam kritisieren wolle, habe sich bei der Begriffsbestimmung an den Wortlaut des Koran zu halten, eine autoritäre Anmaßung. Sie läuft darauf hinaus,
diesen als verbindliche Wahrheitsquelle, als universelles Nachschlagewerk anzuerkennen. Nicht weniger fragwürdig als der Versuch, die Bedeutung des Begriffs Dschihad unmittelbar im Koran und Sunna zu finden, ist der Glaube, sie im Arabisch-Lexikon aufzuspüren. Beide Methoden fallen mehr oder weniger zusammen, denn Koranauslegung und arabische Linguistik sind nicht streng voneinander geschieden. Die Sprachanalyse beansprucht in allen Schulen der islamischen Rechtsgelehrsamkeit breiten Raum und umgekehrt entnehmen die arabischen Wörterbücher ihre Explikationen zu islamischen Begriffen häufig dem Koran. Die Befragung des Lexikons ist die adäquate Methode für eine Religion, die den Koran als göttliche Offenbarung begreift. Die Grundlage beider ist die blinde Ehrfurcht vor der Autorität des einmal fixierten Wortes, das als blanke Wahrheit verehrt wird. Genauso falsch wie die Behauptung, der Kampf für den Islam sei friedlich, weil der Prophet das gesagt habe, ist die, es verhalte sich deshalb so, weil das Wort Dschihad nun einmal wörtlich Streben heiße. Jeder Laie, der den Koran als Quelle der Wahrheit akzeptiert, muss hinnehmen, dass er letztlich aus dem Kreis derjenigen ausgeschlossen bleibt, die berechtigt sind, aus dieser Quelle zu schöpfen. Der Islam erlaubt zwar theoretisch allen Gläubigen die Auslegung, praktisch wird aber eine umfassende Kenntnis der islamischen Tradition und der arabischen Sprache vorausgesetzt. Dabei geht es nicht um den möglichen Nutzen dieser Kenntnisse für eine kritische Analyse der arabischen Begriffe, sondern um die Wahrung ihrer Autorität als Gottes Wort. Dessen Vielschichtigkeit in der Übersetzung oder der Deutung durch Unkundige verloren gehe. Aus der Autorität der Offenbarung leitet sich die der Spezialisten ab. Wenn die beste Kenntnis des Koran für die Richtigkeit des Urteils ausschlaggebend ist, muss sich die Begriffsbestimmung an der Meinung der islamischen Rechtsgelehrten, der Ulema, orientieren, die nach Gott und seinen Propheten der Wahrheitsquelle am nächsten sind. Gerade die uneingestandene Widersprüchlichkeit des Koran lässt es nicht zu, dass Ungelehrte oder Nicht-Muslime auf eigene Faust eine Interpretation versuchen. Da der Koran als verbindliche Anweisung zum richtigen Leben aufgefasst wird, bedarf es religiöser Autoritäten, die im Streitfall den Widerspruch in Eindeutigkeit, das heißt in Willkür, auflösen, indem sie entscheiden, welcher Vers den Ausschlag gibt und was seine aktuelle Bedeutung sein soll. Hasan Özdogan, Vorsitzender des Islamrats für die Bundesrepublik Deutschland, spricht den autoritären Charakter dieser Konzeption offen aus, wenn er fordert, dass sich die Interpretation des Begriffs Dschihad nach den Äußerungen der Ulema zu richten habe. Zitat: Gewiss gibt es im Koran Verse, die Muslimen Selbstverteidigung erlauben. Diese Stellen sollten nur von islamischen Gelehrten gedeutet werden, die die Exegese-Methoden des Islam beherrschen. Je mehr dies von unqualifizierten Personen und den selbsternannten Experten versucht wird, eigenhändig zu interpretieren, desto mehr werden solche verheerenden Fehlinterpretationen gemacht, wie die, dass der Begriff des Dschihad auch Anschläge wie vom 11. September umfasse. So wird nicht nur der Islam von jedem Verdacht freigesprochen, etwas mit dem Massenmord zu tun zu haben, sondern die Ulema werden auch in ihrer Rolle als religiöse Autoritäten bestätigt. Einer der einflussreichsten islamischen Gelehrten der Gegenwart ist Muhammad Said Tantawi, Großscheich der renommierten Al-Azhar-Universität in Kairo. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gab er eine Fatwa, das ist ein Rechtsgutachten, heraus, die in den westlichen Medien mit großem Interesse aufgenommen wurde. Darin macht er die Interpretation des Begriffs Dschihad als defensiven, zurückhaltenden Einsatz für den Islam geltend. Zitat: Dschihad bedeutet im Islam nicht Angriff, es bedeutet die Verteidigung der eigenen Seele, des eigenen Landes und der eigenen Nation gegen diejenigen, die sie angreifen. Zitat Ende. Tantawi distanzierte sich von den Attentaten. Es handele sich um, Zitat, Terrorakte, die sich gegen Unschuldige richten, um einen Angriff auf unschuldige Kinder, Männer und Frauen. Es war eine bösartige und abscheuliche Tat. Selbstmordattentate gegen Kinder, Frauen und Männer, die nichts mit Krieg zu tun haben, seien nicht zulässig. In einem Interview mit Heiko Flottau, das in der Süddeutschen Zeitung und der Basler Zeitung abgedruckt wurde, äußerte Tantawi die Ansicht, dem Islam sei keine Gewalt immanent. Krieg dürfe nur zur Verteidigung der Religion, des Landes, der menschlichen Würde und der Freiheit geführt werden. Unsere Religion hat mit diesen schrecklichen Anschlägen nicht das Geringste zu tun, versicherte er in einem Interview mit dem Spiegel.
Einem Bericht des Wall Street Journal vom 9. Oktober zufolge prophezeite Tantawi die Bestrafung der Attentäter beim jüngsten Gericht. Diese Äußerungen sind in der europäischen und amerikanischen Öffentlichkeit aufmerksam registriert worden. Tantawi war nicht der einzige islamische Rechtsgelehrte, der sich von den Attentaten distanzierte. Doch seine herausragende Stellung als Rektor der einflussreichen Al-Azhar-Universität ermöglichte es, ihn als Repräsentanten des Islam zu zitieren. Das heißt, auf der Grundlage seiner Erklärungen Allgemeinaussagen über den Islam zu treffen. Wenn Tantawis Meinung die maßgebliche war, dann brauchte die unverhohlene Schadenfreude, mit der große Teile der Bevölkerung in vielen muslimischen Staaten auf den 11. September reagierten, nicht weiter zu interessieren. Selbst andere einflussreiche Ulema, wie Scheich Ikrima Sabri, der Mufti von Jerusalem mit der Al-Aqsa-Moschee, der in den palästinensischen Autonomiegebieten als höchste Autorität gilt, konnten dann ignoriert werden. Sabri wiederholte die schon früher geäußerte Bitte an Gott, Amerika zu zerstören, weil es von zionistischen Juden gesteuert wird. Während die einen Tantawi als höchsten Gutachter für islamisches Recht anerkannten und seine Erklärungen als Beweis dafür zitierten, dass der wahre Islam den Massenmord als Mittel des Dschihad nicht billige, wollten andere Bin Laden und Ikrima Sabri nicht absprechen, Muslime zu sein. Sie machten geltend, dass der Pluralismus innerhalb des Islam, der sich in den Differenzen zwischen den verschiedenen Schulen äußere, verbiete, eindeutige Aussagen über ihn zu treffen. Das Einzige, was man sagen könne, sei, dass die Mehrheit der islamischen Gelehrten, an vorderster Stelle Tantawi, einen weltoffenen, liberalen und modernen Islam vertrete. Ein genauerer Blick auf Tantawis Auffassung von Dschihad zeigt jedoch, dass beide Interpretationen an der Sache vorbeigehen. Je näher man hinsieht, desto schwerer fällt es, Unterschiede zwischen seiner Ideologie und der islamischer Terroristen auszumachen. Sofern die islamischen Schulen unterschiedliche Auffassungen vertreten, scheinen diese nicht den für den Islam zentralen Begriff des Dschihad zu betreffen. Denn auch die vermeintlichen Kontrahenten Tantawis, radikale Islamisten wie der Bin Laden-Berater Fazlur Rahman Khalil, stellen den Dschihad als defensiven Einsatz für den Islam dar. Tantawi selbst nimmt spätestens dann, wenn es in Israel geht, die Distanzierung von islamistischen Massenmördern zurück. Tantawi befürwortet nachdrücklich den Dschihad gegen Israel. 1996 widerrief er eine frühere Fatwa, der zufolge palästinensische Suizidbomber keine Märtyrer seien. Palästinenser, die sich selbst in die Luft sprengen, um Juden zu töten, seien die besten Märtyrer von allen, sofern ihre Absicht rein für Allah und den Islam sei. Es gebe keinen Unterschied zwischen israelischen Zivilisten und Soldaten. Sie gehörten alle zum Dar al-Harb. Dar al-Harb ist der Bereich, der nicht zum islamischen Herrschaftsbereich gehört. Es gibt also auf der einen Seite Dar al-Islam, das ist das Haus des Islam, der Einflussbereich des Islam, und dann demgegenüber steht eben Dar al-Harb, das Haus des Krieges. Und nach der Auffassung der mittelalterlichen Rechtsgelehrten musste so lange Krieg gegen das Dar al-Harb geführt werden, bis es dem islamischen Herrschaftsbereich, also dem Dar al-Islam, einverleibt war. Und manche kannten auch noch eine dritte Sphäre, Dar al-Ard, Haus des Vertrages, mit dem dann ein Waffenstillstand bestand. Der Krieg zwischen Juden und Muslimen könne nicht aufhören, bis das ganze Territorium von jüdischer Okkupation befreit werde durch den Dschihad, den islamischen Kampf gegen das Böse auf Erden. 1998 bekräftigte Tantawi diese Auffassung und wandte sich gegen Muslime, die sich nicht am Kampf gegen Israel beteiligen. Es ist das Recht jedes Muslims, Palästinensers und Arabers, also das ist jetzt Tantawi, sich im Herzen Israels in die Luft zu sprengen. Ein ehrenvoller Tod ist besser als ein Leben in Demütigung. Alle religiösen Gesetze erheischen die Anwendung von Gewalt gegen den Feind und den Kampf gegen diejenigen, die an der Seite Israels stehen. Es gibt keine Alternative zum Kampf, zum Dschihad und zur Selbstverteidigung. Und wer immer diese Dinge unterlässt, ist kein Gläubiger. Als der Großmufti von Saudi-Arabien, Scheich Abdelaziz Al-Scheik, am 21. April 2000 behauptete, Selbstmordattentate seien im Islam verboten, da es sich um eine Form der Selbsttötung handle, erklärte Tantawi, die Anschläge seien Selbstverteidigung und eine Form des Märtyrertums, solange die hinter ihnen stehende Absicht darin besteht, die Soldaten des Feindes zu töten und nicht Frauen oder Kinder.
Diese Erklärung, die sich wie die von 1996 auf die Reinheit des Willens des Attentäters bezieht, wurde von denjenigen, die israelische Zivilisten töten wollten, mit Enttäuschung aufgenommen, obwohl sie grundsätzlich den Mord rechtfertigt. Auch die scheinbar so moderate Fatwa vom September 2001, in der die Angriffe auf die USA verurteilt werden, enthält eine Befürwortung von Selbstmordattentaten auf Aggressoren, womit Israel und vermutlich auch die USA gemeint sind. Tamtami forderte eine klare Unterscheidung zwischen den Suizidanschlägen, die von Palästinensern ausgeführt werden, und denen des 11. September. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Terroristen und denjenigen, die ihr Land verteidigen. Ein Suizidbomber, der einen Feind angreife, welcher sein Land besetze, heilige Stätten oder seine Freiheit angreife, sei ein Märtyrer. Dem entspricht, dass Tantawi im Interview mit der SZ, der Süddeutschen Zeitung, vom 21.09.2001 erklärte, Terrorismus habe nichts mit den Selbstmordattentaten in Israel zu tun. Ich unterstütze alles, was Hamas macht und was unsere Brüder, die Palästinenser, zur Verteidigung ihrer Heimat und ihrer Würde tun. Irritationen rief erst eine Fatwa vom 3.12.2001 hervor, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie erlassen wurde, auf palästinensische Massaker an Israelis bezogen werden musste. Darin äußerte Tantawi die Meinung, die Scharia verbiete, Zitat, alle Angriffe auf Zivilisten, ob sie von einem Staat, das heißt Israel, oder von anderen Gruppen, das heißt palästinensische Organisationen, ausgeführt werden. Obwohl er seine Aussage sofort wieder durch die Auslegung einschränkte, lediglich Angriffe auf Frauen, Kinder und Betende seien nicht zulässig, sorgte die Fatwa für einige Aufregung. Der ägyptische Gelehrte Scheich Yusuf Karadawi, Spiritus Rektor der Muslimbrüder, zeigte sich in seiner wöchentlich ausgestrahlten Sendung beim katarischen Fernsehkanal Al Jazeera erstaunt über die Fatwa und sagte, sie beziehe sich nicht auf die Palästinenser, da diese Opfer und keine Aggressoren seien. Scheich Ikrima Sabri, der schon zitierte Mufti von Jerusalem, vertrat die Meinung, die Erklärung richte sich gegen den palästinensischen Aufstand. Er relativierte ihre Gültigkeit. Sie sei lediglich unter dem Druck der USA erlassen worden. Sabri bekräftigte die Rechtmäßigkeit von Selbstmordanschlägen. Wenn es um Israel gehe, sei zwischen Zivilisten und Soldaten nicht zu unterscheiden. Diese Erklärung schloss sich Nasser Farid Wassel, der großen Mufti von Ägypten, an. Die Märtyreroperationen, die von Palästinensern ausgeführt worden sind, zielen darauf ab, der Ungerechtigkeit ein Ende zu setzen, die heiligen Stätten des Islam zu verteidigen und die Ehre der arabischen Nation zu bewahren. Daher sind sie legitim. Von einer Isolation Karadawis, Sabris oder Wassels kann keine Rede sein, auch wenn letztere einen Karriereknick hinnehmen musste. Im Gegenteil, Tantawi widerrief die Aussagen über die Illegitimität von Massakern an Zivilisten bald. Im September 2002 berichtete die inoffizielle Website der Al-Azhar-Universität über einen Empfang für den Parteivorsitzenden der Arab Democratic Party in Israel, Abd al-Wahab al-Darafshi, und dessen Delegation. In diesem Bericht heißt es, der große Imam der Al-Azhar-Universität, Scheich Mohammed Said Tantawi, habe, Zitat, das gesamte palästinensische Volk mit all seinen Fraktionen aufgefordert, Märtyreroperationen gegen den zionistischen Feind zu intensivieren und erklärt, diese seien die heiligste Form des islamischen Dschihad. Die Suizidbomber gäben Allah das Kostbarste, was sie besitzen. Tantawi habe betont, dass jeder Märtyreranschlag gegen die Israelis, seien es Kinder, Frauen oder Jugendliche, legitim sei und dem islamischen Gebot folge, solange bis das palästinensische Volk sein Land zurückgewinne und die grausamen israelischen Aggressoren zum Rückzug zwinge. Seit Oktober 2001 vertritt die Al-Azhar-Universität im Übrigen die Meinung, hinter den Anschlägen vom 11. September stecken die Juden, sodass sie sich weitere Erörterungen über ihre Vereinbarkeit mit der Scharia sparen kann. Tantawi erklärt also Massaker an Israelis für die höchste Form des Dschihad und begrüßt ausdrücklich selbst die Tötung von Kindern. Warum er trotzdem behaupten kann, dass dem Islam keine Gewalt innewohne, dass der Dschihad nur der Verteidigung diene und sich nicht gegen Zivilisten richten dürfe, lässt sich nur unter Bezugnahme auf die islamische Vorstellungswelt begreifen, in der sein Denken sich bewegt. Wie der Koran selbst, dessen Original seit Ewigkeit bei Gott existieren soll,
gelten auch die darin enthaltenen Verhaltensregeln als zeitlos. Die Scharia, das ist die Gesamtheit der islamischen Vorschriften, erscheint als ursprüngliche und zugleich überhistorische, bei Gott gegebene, harmonische Ordnung. Der Islam ist nach muslimischem Verständnis nicht durch die Offenbarungen an Mohammed geschaffen worden, sondern er ist die essentielle Religion, die vor allen anderen Religionen vorhanden war und als deren Erneuerer Mohammed auftrat. Das Wort Islam bedeutet vollständige Selbstaufgabe oder auch Unterordnung, Ergebung, Kapitulation. Von dem Wortstamm SLM leitet sich zugleich Salam, Frieden, ab. Islam ist Frieden durch Selbstauflieferung an Gott. Die einzige Chance, in diesseits Frieden zu erlangen, besteht darin, das eigene Leben den Vorschriften anzupassen, die im Koran niedergelegt sind. Darin ist impliziert, dass alle Tendenzen, die die islamische Ordnung gefährden oder ins Ungleichgewicht bringen könnten, zu bekämpfen sind. Diese Tendenzen sind es allein, die den Unfrieden stiften und die prästabilierte Harmonie stören. Nicht der Islam, der a priori den Frieden darstellt. Daher ist der Kampf gegen alles, was der islamischen Ordnung entgegenstehen könnte, per Definition kein Angriff, sondern muss als Verteidigung des ursprünglichen Zustands und damit als Beitrag zum Frieden erscheinen. Dieser Kampf ist so lange zu führen, bis die von Gott diktierte Ordnung weltweit und uneingeschränkt herrscht, denn Gottes Wille ist universell geltendes Recht. Wer sich der Geltung der Scharia widersetzt, verweigert sich dem Willen Gottes. Er ist ein Störenfried, gegen den Gewaltanwendung nichts als eine legitime Notwehr darstellt. Inbegriff des fremden, künstlichen Eingriffs in die islamische heile Welt ist für den heutigen Islamismus die Gründung des Staates Israel. Tantawi gab am 10.10.2000 in einem Interview mit der in den Vereinigten Arabischen Emiraten erscheinenden Zeitung Al-Falay zu Protokoll, dass die ganze Umma, das ist der ideell weiter bestehende, politisch organisierte Gemeinschaft der islamischen Gläubigen, mit dem heimgesucht wurde, was Israel genannt wird. Israel gilt als illegitimes, künstliches Gebilde, als verwerfliches Machwerk von Menschenhand, als Ausgeburt der Säkularisierung, als Verkörperung des imperialistischen Westens, als die Aggression schlechthin. Während die Palästinenser, die ursprüngliche, in der heiligen Erde der religiösen Stätten gegenwärtige, göttlich-islamische Ordnung, das friedliche Zusammenleben und die arabische Ehre repräsentieren. Alles nach islamistischem Verständnis. Im Kampf des Guten gegen das Böse steht die palästinensische Nationalbewegung für die gesamte Umma ein. Die Selbstaufopferung für die Zerstörung Israels wird, wie schon zitiert, als die heiligste Form des Dschihad betrachtet. Tantawi: Gott wollte, dass das Leben ein ewiger Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen ist. Das, was die Palästinenser heute durchmachen, versetzt uns alle in Aufruhr. Den Eindringling zu zerstören, das Böse in ihm verkörperte weltliche Prinzip zu annullieren und dadurch den Einklang mit Gott wie auch die politische Einheit der Muslime wiederherzustellen, erscheint als die vordringlichste Aufgabe der gesamten Umma. Die Vernichtung Israels und die Etablierung eines islamischen Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer wird als die Rückkehr zur eigentlichen, von Gott sanktionierten Ordnung aufgefasst, die in der Gründung des jüdischen Staates eine unvorstellbare Aggression erfahren habe. Wie gesagt, teilt Tantawi die Ansicht, das ganze Territorium zwischen Jordan und Mittelmeer sei unter jüdischer Okkupation. Da es aus islamischer Sicht nur die eine ungeteilte Umma gibt, die Subjekt des ewigen göttlichen Rechts ist, gilt das gesamte Staatsgebiet des heutigen Israel, einschließlich der besetzten Gebiete, als Eigentum der Umma. Die islamistische Auffassung weicht also von der völkisch-nationalistischen ab, in der die Palästinenser oder die Araber zum kollektiven Subjekt eines Naturrechts auf das israelische Territorium erklärt werden. In seiner 1998 neu aufgelegten Dissertation Banu Israel fi al-Quran wa al-Sunnah, die Söhne Israels im Koran und Sunnah, erläutert Tantawi seinen Standpunkt. Die völkische Blut- und Bodenargumentation der PLO, also die Behauptung, dass das Kollektivrecht auf ein Stück Erde von einem Volk durch die erste Landnahme erworben wurde und sich durch Abstammung überträgt, diese völkische Auffassung der PLO bedarf also Tantawi zufolge der religiösen Erweiterung.
Wir müssen die bevorstehende Schlacht um Palästina als einen religiösen Dschihad auffassen, statt uns allein durch patriotischen Stolz motivieren zu lassen, weil Palästina ein heiliges islamisches Land ist. Es gehört allen Muslimen und die Pflicht, es zu schützen, ist eine religiöse Verpflichtung für jeden Muslim in der ganzen Welt. Nach Tantawi ist die Gründung Israels rechtswidrig, weil dadurch ein Teil unseres heiligen Landes Palästina vom islamischen Herrschaftsbereich abgetrennt wurde. Das Vorhaben, das israelische Staatsgebiet zu erobern, erhält in den Augen islamischer Ideologen besondere Dringlichkeit dadurch, dass sich die heilige Erde der religiösen Stätten dort befindet. Wie Tantawi in seiner Dissertation schreibt, geht es darum, Zitat, das heilige Land von den Juden zu reinigen. Zitat Ende. Die religiöse Begründung des projektierten Pogroms ersetzt jedoch die völkische nicht, sondern verleiht ihr erst die Autorität eines göttlichen Plans. Erst vor dem Hintergrund des Rechts der ersten Landnahme lässt sich ermessen, was Tantawi sagen will, wenn er bestreitet, dass es jemals einen jüdischen Tempel in Jerusalem gab. Zur Rechtfertigung des Anspruchs, die Juden zu vertreiben oder zu töten und Israel einen muslimischen Einheitsstaat einzuverleihen, muss immer wieder betont werden, dass die Juden nicht zuerst da gewesen seien. Islamische Gelehrte verweisen zur Begründung der Feindschaft gegen Israel auf die zahlreichen Koranstellen, in denen den Juden bestimmte Eigenschaften oder Vergehen wie Verlogenheit, Heuchelei, Vertragsbrüchigkeit, Grausamkeit, Geiz, Neid, Hartherzigkeit, Liebe zu weltlichen Dingen, Verführung zum Unglauben, Verfälschung der Offenbarung sowie Ungehorsam gegenüber Gott und seinen Propheten zugeschrieben werden. In seiner Dissertation, die zu den am häufigsten zitierten Apologien des modernen islamischen Antisemitismus gehört, listet Tantawi unter Verweis auf die islamischen Quellen die angeblichen Laster der Juden auf. Der Rückgriff auf Koran und Sunna ist weniger ein Missbrauch des klassischen Islam als eine Radikalisierung seiner Implikationen. Der Koran respektiert zwar die jüdische Tradition, soweit sie mit der neuen Lehre vereinbar ist, und zeigt Bewunderung für die Schriftkundigkeit der jüdischen Gelehrten. Doch zugleich stellt er die Juden als abtrünnige Muslime dar, die den Bund mit Gott gegen den irdischen Reichtum eintauschten und Geld anhäufen, statt Mohammed und seine Vorläufer als Propheten und Erneuerer ihrer eigenen wahren Religion des Islam anzuerkennen. Sie werden als schlechte Beispiele vorgeführt. Ihnen wird unter anderem das Praktizieren von Riba, Wucherzins, den der Islam im Gegensatz zum Handelskapital verbietet, nachgesagt. Der Koran droht ihnen für ihre angebliche Abkehr vom wahren Sein harte Strafen an. Schon in seiner klassischen Form war der Islam eine Krisenbewältigungsideologie, die ihr ambivalentes Verhältnis zu Geld und Kapital nur dadurch aufrechterhalten konnte, dass sie die ruinösen Folgen des Marktprinzips nicht auf dieses Prinzip selbst, sondern auf eine Nebenerscheinung, den Geldhandel, zurückführte, um es schließlich in den Judending festzumachen. Der heutige Islamismus übernimmt diese überaus moderne Grundstruktur und passt sie flexibel den gegenwärtigen Verhältnissen an. Die Ambivalenz in der Darstellung der Juden fällt dabei fort. Die negativen Eigenschaften, die Mohammed seinen jüdischen Zeitgenossen zuschrieb, verwandeln sich in fixe Merkmale, die den Juden wesenhaft zukommen sollen. Suhartaji Faruqi konstatiert, dass die neueren Abhandlungen über die Juden im Koran, darunter die von ihr untersuchten Texte von Tantawi und Tabara, das ist ein anderer islamischer Geistlicher, den Juden ein unveränderliches Wesen zuschreiben, das durch die Jahrhunderte hindurch dasselbe bleibt. So sieht Tantawi die Zuverlässigkeit der koranischen Beschreibungen der Juden dadurch bewiesen, dass sie sich, Zitat Tantawi, zu jeder Zeit und an jedem Ort, Zitat Ende, bestätigt finden. Diese Auffassung verteidigt Tantawi in Interviews über seine Dissertation bis heute. Die antisemitischen Projektionen nehmen aber nicht nur einen starren Charakter an, sondern verändern zugleich ihre Qualität. Die antisemitischen Stereotype von der Unbeständigkeit, Allgegenwart, geheimnisumwitterten Macht und destruktiven Potenz der Juden gewinnen konstitutive Bedeutung für das islamische Weltbild. Die Juden werden weiterhin als schlechte Beispiele betrachtet, darüber hinaus aber als Inkarnationen der unfassbaren Macht
und zerstörerischen Krisenhaftigkeit des Kapitals. Ergänzend zu den islamischen Quellen werden die Klassiker des europäischen Antisemitismus herangezogen. Tantawi verweist in seinem Buch auf die antisemitische Fälschung Protokolle der Weisen von Zion und Hitlers Mein Kampf, die er als authentische Quellen der jüdischen Geschichte zitiert, und gibt unter der Überschrift Die jüdische Gefahr eine gefälschte Rede von Benjamin Franklin wieder, in der es heißt, die Juden sind eine Gefahr für das Land. Wenn sie eindringen, werden sie es zerstören und verderben. Die Juden erscheinen auch bei anderen Ulema als Zentrum allen Übels, als gefährliche Krankheit, als die Feinde Gottes und der Menschheit. Der Staat Israel wird als Operationsbasis einer jüdischen Weltverschwörung vorgestellt. Die Verfolgung und Vernichtung der Juden gilt als gerechte Strafe, die Zerstörung Israels als höchstes Ziel. Die Projektion der destruktiven Gewalt des Kapitals auf die Juden ermöglicht es, das Kapitalverhältnis unangetastet zu lassen und in Gestalt von Handel und Güterproduktion sowie als Einkommens- und Almosenquelle zu affirmieren. Wenn die bedrohlichen Charakteristika des Kapitals in den Juden verortet werden, müssen sie nicht mehr dem Kapitalverhältnis selbst zugeschrieben werden, das sich von jenen Eigenschaften abgespalten als reines System der Bedürfnisbefriedigung darstellt. Die Vision von der zinslosen, krisenfreien, gerechten, durch Almosen sozial abgefederten islamischen Marktwirtschaft bedarf, um gedacht werden zu können, der Fiktion des bösen Gegenpols. Der zum Scheitern verurteilte Versuch, das Kapital von allen Übeln und Krisenerscheinungen zu reinigen, kann sich nur realisieren als unaufhörliche Fahndung nach von außen in die Gesellschaft eingedrungenen Schuldigen, die für die Misere verantwortlich sein sollen. Gegen die vermeintlich Verantwortlichen richtet sich eine Vernichtungswut, die aufgrund der Aussichtslosigkeit des ganzen Unterfangens grundsätzlich kein Ende kennt. In diesem Stadium ist die islamistische Bewegung heute weltweit angelangt. Des Dschihad an-Nafs. Nafs bezeichnet nach Wenzing Kramers Seele, Selbst oder auch Person, aber diese Übersetzungen scheinen alle nicht ganz zu treffen. Die Nafs gilt einerseits als geistige Substanz, die als solche von den körperlichen Befleckungen der sinnlichen Welt zu trennen sei. Andererseits steht der Ausdruck für das sexuelle Verlangen, dessen Bezwingung der Islam gebietet. Als Gegenstand des Dschihad wird Nafs in der Literatur entsprechend mit niederes Selbst, niedere Triebe oder fleischliches Begehren wiedergegeben. Dschihad an Nafs
ist demnach die islamische Bezeichnung für die Bezwingung der eigenen Triebhaftigkeit. Sie gilt als notwendig, um die Einheit Gottes zu erreichen. Da Islam Selbstaufgabe bedeutet, ist Selbstdisziplin eine Haltung, die für jeden Muslim verpflichtend ist. Der Dschihad an Nafs ist der Inbegriff des Dschihad, weil erst durch ihn die Unterwerfung unter Gottes Willen, die den Islam ausmacht, gesellschaftliche Praxis wird. Dass sich der Islam den Kampf gegen die Triebseele des Menschen auf die Fahnen schreibt, wird ihm allgemein zugute gehalten. So ausgelegt wird der Dschihad als eine durchaus annehmbare Angelegenheit betrachtet, die den Islam gegenüber den Bestrebungen der Islamisten auszeichnen. Der Widerspruch zwischen dem inneren Streben nach psychischer Reinheit und dem rohen Kampf gegen Ungläubige zeige, dass die Islamisten den Islam verfälschen. Der Dschihad werde vorschnell verurteilt, obwohl er doch, richtig verstanden, gerade geeignet sei, die Seele von niederen Zerstörungstrieben und Rachegefühlen zu reinigen. Deutsche Apologeten des Islam wie Murat Hofmann und Matthias Ruhe haben eine Bezeichnung für den Dschihad an-Nafs gefunden, die ihm den exotischen Charakter nehmen und ihn als vertraute, sympathische Angelegenheit erscheinen lassen soll. Kampf gegen den Inneren bzw. Kampf gegen den eigenen Schweinehund. Innerer Schweinehund ist in der deutschen Kasernensprache eine abschätzige Bezeichnung für diejenigen psychischen Eigenschaften, die den Soldaten an der Ausführung seiner militärischen Pflichten hindern. Tötungshemmung, Angst vor dem Tod und die Abneigung gegen Entbehrungen. Dass die Gleichsetzung von Dschihad an-Nafs und soldatischer Disziplin nicht nur eine Idee deutscher Sympathisanten des Islam ist, sondern dem Selbstverständnis militanter Islamisten durchaus entspricht, lässt sich am Beispiel der Muslimbrüder, der ersten islamistischen Massenorganisation der Geschichte, zeigen. Dieses Beispiel widerlegt nicht nur die Vorstellung, dass der Dschihad an-Nafs dem physischen Terror entgegengesetzt sei, sondern verdeutlicht auch, dass seine Wertschätzung keinen Unterschied zwischen islamischen Terroristen und anderen Muslimen begründen kann. Also ich bestreite die Unterschiede nicht, die es da gibt, aber die Unterschiede bestehen nicht darin, dass die einen den Dschihad an-Nafs schätzen, die anderen nicht. Obwohl Hassan al-Banna, Gründer der Muslimbrüder, die Authentizität des traditionellen Hadith bestreitet, indem dem Dschihad an-Nafs gegenüber dem Dschihad bil-Saif Vorrang eingeräumt wird, dekretiert er nach einem Bericht Abdullah Schweifers, dass der Gläubige verpflichtet ist, gegen sein eigenes Selbst, das heißt die Nafs, anzugehen, bis das Selbst in allen seinen Handlungen Gott geweiht ist. Eine von al-Banna verfasste, an den ägyptischen König gerichtete Reformliste der Muslimbrüder befasst sich fast ausschließlich mit der moralischen Disziplinierung, dem Verbot des irdischen Vergnügens. Die Etablierung der in dieser Schrift festgehaltenen Vorschriften, die jedem Menschen das kontinuierliche Streben nach Herstellung der Einheit Gottes und damit den Kampf gegen die eigenen Bedürfnisse auferlegen, erscheint einerseits als das Ziel der bewaffneten Aktionen der Muslimbrüder. Andererseits wird in derselben Schrift die allgemeine Verpflichtung zum Dschihad an-Nafs, also das Kriegsziel, zum Mittel erklärt, den militärischen Dschihad zu befördern, indem die Stärkung der Armee und Erhöhung der Zahl der Jugendabteilungen moralischer Aufrüstung der Jugend auf der Grundlage des Dschihad gefordert wird. Noch deutlicher wird diese Funktion des Dschihad an-Nafs bei dem islamistischen Theoretiker und Muslimbruder Said Qutb, an dessen Schriften sich Generationen von Islamisten bis hin zu Osama bin Laden schulden. Für Qutb ist der Dschihad an-Nafs eine einmalige Schlacht, die auf die eigentliche Aufgabe vorbereitet, den militärischen Kampf gegen die Gegner des Islam. Bevor er zum Dschihad auf dem Schlachtfeld auszieht, muss der Muslim durch die größere Schlacht in seinem Innern hindurchgegangen sein. Gegen Satan, gegen seine eigene Lust, seine Sehnsüchte und Begierden, gegen seine eigenen Interessen und die Interessen seiner Familie und seiner Angehörigen, gegen jedes Signal außer das des Islam und gegen jedes Motiv außer das, ein Sklave Gottes zu werden. Der Muslim zieht zum Dschihad aus, um die Autorität Gottes auf Erden zu etablieren und auch um die Autorität der Teufel abzuschaffen, die Gottes Autorität wegschnappen. Soweit Said Qutb. Ganz ähnlich äußert sich Rifai Taha, Mitarbeiter Bin Ladens.
Die Amerikaner können uns mit Alkohol, Schönheitsprodukten, der sogenannten Mode überhäufen. Nichts wird uns aufhalten. Wer den Luxus geschmeckt hat, hat nicht die Seelenstärke, einen langen weltweiten Krieg durchzustehen. Der Krieg soll nichts als eben die Versagung herbeiführen, die er vorfindet und als soldatische Disziplin kultiviert. Dass Mittel und Zweck des Krieges identisch sind, ist nur ein anderer Ausdruck für seine vollendete Sinnlosigkeit und Selbstzweckhaftigkeit. Die Abkehr von der Welt, die der Islam fordert, ist an sich aussichtslos, weil die Menschen, solange sie leben, wie alle anderen natürlichen Wesen, an das Diesseits gebunden sind. Das Verlangen nach irdischem Glück lässt sich nicht dadurch beheben, dass seine Erfüllung unter Strafe gestellt wird. Daher hilft die Verleugnung der eigenen heimlichen Wünsche den Gläubigen wenig. Das Verlangen selbst ist es, an dem der Islam sich stört, nicht nur seine äußeren Manifestationen. Seine Unterdrückung bedarf besonderer psychischer Anstrengungen. Die Selbstdisziplinierung setzt voraus, dass der verbotene Trieb für seine eigene Unterdrückung in Dienst genommen wird. Diese Wendung gegen sich selbst, die lustvolle Identifikation mit Unterwerfung und Versagung, ist es, wie der Ausdruck Dschihad an-Nafs, Streben gegen sich selbst, bezeichnet. Sind bestimmte Regungen stark tabuisiert und werden nicht mehr als eigene anerkannt, nimmt der Dschihad an-Nafs eine besondere Form an, die aggressive Wendung nach außen. Der Kampf gegen den inneren Schweinehund erfordert einen äußeren Schweinehund, an dem jener exemplarisch abgestraft werden kann. Horkheimer und Adorno beschreiben diesen Vorgang im Dialektik der Aufklärung folgendermaßen. Regungen, die vom Subjekt als dessen eigene nicht durchgelassen werden und ihm doch eigen sind, werden dem Objekt zugeschrieben, dem prospektiven Opfer. Die psychoanalytische Theorie der pathischen Projektion hat als deren Substanz die Übertragung gesellschaftlich tabuierter Regungen des Subjekt auf das Objekt erkannt. Unter dem Druck des Über-Ichs projiziert das Ich die vom Es ausgehende durch ihre Stärke im selbstgefährlichen Aggressionsgelüste als böse Intentionen in die Außenwelt und erreicht es dadurch, sie als Reaktion auf solches Äußere loszuwerden. Sei es in der Fantasie durch Identifikation mit dem angeblichen Bösewicht, sei es in der Wirklichkeit durch angebliche Notwehr. Die antisemitischen Erklärungen islamischer Gelehrter sind ein präziser Index dafür, welche Regungen durch den Islam verboten werden, aber so stark sind, dass sie sich nicht einfach ignorieren lassen. Die Äußerungen von Scheich Muhammad al-Gamayah, Sprecher der Al-Azhar-Universität in den USA, und Imam des Islamic Cultural Center und der Moschee von New York City sind für einen islamischen Geistlichen nicht ungewöhnlich. Zitat: Sie sehen diese Leute, die Juden, zu jeder Zeit und an jedem Ort Sittenverfall verbreiten. Ketzerei, Homosexualität, Alkoholismus und Drogen. Wegen ihnen gibt es überall Stripclubs, Schwule und Lesben. Sie tun dies, um ihre Hegemonie und ihren Kolonialismus der Welt aufzuzwingen. Zitat Ende. Es ist anzunehmen, dass das Verlangen nach Sittenverfall, Ketzerei, Alkohol, Drogen, Stripclubs und Homosexualität sowie nach Vorherrschaft die stärksten uneingestandenen Begehren derjenigen sind, für die Al-Gamayah spricht. Diesen geheimen Wünschen gilt der Dschihad an-Nafs, der desto mehr die Form der pathischen Projektion annimmt, je weniger die Regungen der Nafs eingestanden werden können. Eine besondere Rolle spielt die Allmachtsfantasie. Ich habe erwähnt, dass der Islam die Universalisierung seines Herrschaftsbereichs intendiert. Der dem Islam immanente Anspruch auf weltweite Hegemonie wird jedoch verleugnet, um westlichen Kritikern keinen Angriffspunkt zu bieten. Gerade die Verdrängung des Absolutheitsanspruchs, die sich auch in der Apologie des Dschihad als harmloses Streben niederschlägt, lässt ihn zur Quelle von Verschwörungstheorien werden. Das eigene, uneingestandene Begehren nach globaler Vorherrschaft wird auf die Juden projiziert, sodass die eigenen Aggressionswünsche als Abwehr jüdischer Weltherrschaftspläne dargestellt werden können. So heißt es bei Al-Gamayah über die Juden: Jetzt reiten sie auf den Rücken der Weltmächte. Diese Leute suchen stets die Supermacht der Generation heraus und entwickeln eine Koexistenz mit ihr.
Früher ritten sie auf dem Rücken Englands und des französischen Imperiums. Danach ritten sie auf dem Rücken Deutschlands. Aber Hitler vernichtete sie, weil sie ihn betrogen und ihr Abkommen mit ihm verletzten. Dass Hitler hier als Opfer der Juden dargestellt wird, als Betrogener, dem nichts anderes übrig geblieben sei, als seine Bedränger zu vernichten, lässt auf den Wunsch nach Wiederholung des Massenmords schließen. Tatsächlich fordert Alga Meir, die US-Amerikaner kaum verhüllt, dazu auf, den Juden das zuzufügen, Zitat, was Hitler tat. Sollte es Alga Meir und seinesgleichen gelingen, Hitlers Projekt zu vollenden, können sie sich zugutehalten, wie dieser nur im Notfall gehandelt zu haben. Der Dschihad an-Nafs fordert in letzter Konsequenz die Selbstaufopferung, im Unterschied zum Suizid als autonomen Akt, der im Islam verboten ist. Die wahre Integration in die Einheit Gottes kann nur im Tod erreicht werden. Denn, Zitat wieder Chittick, Menschen sind niemals vollständig mit sich selbst im Frieden, weil sie aus entgegengesetzten Fähigkeiten und Energien zusammengesetzt sind. Und so muss es auch sein, da Frieden als solcher allein Gott zugehört, während das Gegenteil, Krieg, das ist Feindseligkeit, Konflikt, Opposition und Antagonismus, bis zu einem gewissen Grad allem außer Gott, allen erschaffenen Dingen eigen ist. Insofern stellt die ganze islamische Ordnung nur einen faulen Kompromiss mit dem Absoluten dar. Da die Menschen ohne ihre Triebhaftigkeit nicht leben können, diese aber Unordnung stiftet, mündet der konsequente Kampf gegen sie im Tod. Zitat: Voller und totaler Friede wird nicht erlangt werden, bis sie den Aufenthaltsort des Friedens erreichen, der nicht an diesem Ort der Existenz gefunden werden kann. Zitat Ende. In einem Koranvers wird diese Konsequenz dann auch gezogen. Tod der Menschen, wie ist der ungläubig? Autorinnen und Autoren wie Murat Hofmann oder Annemarie Schimmel verweisen in Anlehnung an den Ethnopluralismus zwar auf die angebliche Eigenständigkeit der islamischen Kultur gegenüber der kapitalistischen Weltgesellschaft, die sie im Westen verkörpert sehen, beziehen sich in der Beschreibung des Islam aber notwendig auf Elemente, die sich als Tendenzen auch in den westlichen Gesellschaften finden lassen. Notwendig ist dies deshalb, weil der Islam von der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise, an deren Vorabend er entstand, nicht unberührt geblieben ist. Der Weltmarkt hat längst eine Weltgesellschaft hervorgebracht, in der nationale und regionale Besonderheiten nicht mehr unabhängig von der Vergesellschaftung über den Wert gedacht werden können. Was als ursprünglich und unmittelbar erscheint, wird vom Kapitalismus als Bedingung seiner Reproduktion gesetzt und daher immer wieder neu hervorgebracht. Die Aktualität des Islam liegt darin, dass er Integrationsstrategien für die kapitalistische Gesellschaft im Stadium der Krise anbietet. Er stiftet eine Ordnung, die unter der Bedingung der Verelendung funktionsfähig ist, indem er die Subjekte befähigt, selbstlos die Entbehrungen zu ertragen, die die Krisenwirtschaft ihnen auferlegt. Er zielt nicht auf die kommunistische Aneignung des gesellschaftlich produzierten Reichtums und die Abschaffung des Elends, sondern auf die Konstitution von Ordnung mitten im Elend ab. Die islamistischen Bewegungen begreifen sich dementsprechend als Modernisierungsbewegung und interpretieren den Islam als gesellschaftliches Reformprogramm. Das Vertrauen darauf, Vollstrecker des historischen Schicksals zu sein, ist längst von den islamistischen Bewegungen übernommen worden und entspricht im Übrigen auch der Auffassung des klassischen Islam. Es ist dies die adäquate Sicht auf eine Welt, Zitat, worin der Produktionsprozess der Menschen noch nicht den Produktionsprozess bemeistert. Ein Zitat von Marx aus dem Kapital. Der Plan Gottes ist nur ein anderer Ausdruck für die Planlosigkeit der Menschen. Sich zu Vollstreckern des gesellschaftlichen Verhängnisses zu machen, ist das Gegenteil von Freiheit und Selbstbewusstsein und der Inbegriff der Unterwerfung, Islam. Im Augenblick der Weltkrise den Übergang zur freien Assoziation zu verwerfen und sich dem zum Schicksal hypostasierten Untergang zu verschreiben, ihn eigenhändig zu vollstrecken, genau darin trifft sich der Islamismus mit dem klassischen Faschismus. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass bei vielen islamistischen Theoretikern eine positive Bezugnahme auf den Faschismus, insbesondere auf den Nationalsozialismus, zu finden ist. Die Empfehlung des Islam als Alternative, so das Buch von Hofmann, für die westlichen Gesellschaften, ist nur möglich, weil diese selbst dazu treiben,
die möglicherweise bevorstehende Weltwirtschaftskrise nach islamischem Muster zu lösen. Ob es dabei zu einem expliziten Bekenntnis zum Islam kommt, ist dabei nicht entscheidend. Weil in Deutschland und, man muss sagen, auch in Österreich eine vergleichbare Krisenlösung schon einmal erfolgreich war, kann der Dschihad im Sinne des Kampfes gegen den eigenen Schweinehund hier auf eine besondere Akzeptanz treffen. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Erkenntnis, dass vom Dschihad weder in diesseits noch sonst wo ein Nutzen zu erwarten ist, allgemein durchsetzt und dass eine radikale Religionskritik geleistet wird, die zugleich Staats- und Gesellschaftskritik sein müsste. Das war eine Sendung vom Café Kritik. Musik: Morten Feldmann, Forbonita Marcus. Gestaltung der Sendung: Alex Gruber und Tobias Ofenbauer. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse kontext21.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.